In der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 hat Nazi-Deutschland kapituliert. Und damit ist auch der Zweite Weltkrieg, dieser furchtbare Krieg, der über Europa, ja über die Welt hereingebrochen ist, zu Ende gegangen. Und die Voraussetzungen wurden geschaffen für ein neues, friedliches Europa. Viel ist seither geschehen. In der europäischen Integration sind viele Fortschritte gemacht worden, viele Hürden und Probleme auch überwunden worden. Dennoch ist gerade auch jetzt wieder die Europäische Union in Kritik geraten. Sie habe zu langsam, zu wenig reagiert auf die Pandemie mit dem Coronavirus. Da ist sicherlich einiges richtig. Allerdings, die einzelnen Mitgliedstaaten haben der Europäischen Union und vor allem der Europäischen Kommission nie die Möglichkeit gegeben, auch wirklich rasch in Gesundheitsfragen zu agieren. Dennoch müssen wir uns überlegen, wie soll eigentlich die Europäische Union in den nächsten Jahren agieren? Wo sind die Schwerpunkte zu setzen? Und ich meine, vieles spricht dafür, gerade die globale Ebene heranzuziehen, um Schwerpunkte zu setzen und zu entwickeln. Die Globalisierung, sie muss anders gestaltet werden, humaner, gerechter gestaltet werden. Die Frage unseres Verhältnisses zu Afrika, unserem Nachbarkontinent, diesem jungen, aufstrebenden Kontinent ist zu lösen, und zwar nicht nur unter dem Aspekt der Flüchtlingspolitik und der Abwehr von Flüchtlingen. Die Klimafrage ist eine entscheidende Frage für uns alle. Hier muss Europa eine führende Funktion übernehmen. Vieles spricht also dafür, nicht nur die Europäische Union als eine kontrollierende Rechtsgemeinschaft zu sehen, sondern auch als einen dynamischen Faktor in der Neugestaltung der globalen Verhältnisse, vor allem überall dort, wo der Nationalstaat nicht oder nicht ausreichend agieren kann. Dazu habe ich einige Gedanken verfasst. Sie können das nachlesen auf irbvienna.com, also auf der Webseite des Internationalen Instituts für den Frieden.